Hallo zusammen, hier ist wieder euer Lanschachter für euch in Dragonflights unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes neues Mount, das wir jetzt hier im August aus dem Handelsposten rauskriegen können. Zusätzlich gibt es auch nochmal zwei alte Mounts, auf einem sitze ich bereits hier. Und ja, wenn wir gleich schon dabei sind, würde ich sagen, gucken wir uns alle anderen Items aus dem Handelsposten auch noch an. Main Focus bleiben aber natürlich jetzt in dem kleinen Mount Guide die Mounts. Ja, wo sind wir? Wir befinden uns in SW und zwar sind wir einmal beim Handelsposten. Da können wir ja jeden Monat ein paar Aktivitäten abschließen. Für die Leute, die das nicht kennen, wir können hier einmal im Abenteuerführer uns verschiedenste Aktivitäten angucken, die abschließen innerhalb von dem Monat. Oben sieht man immer auch noch, wie lang quasi der Monat geht. Man könnte auch einen Kalender gucken, aber hier sieht man es auch nochmal. Und dann könnt ihr alles Mögliche machen. Ne? Ich tatsächlich mache immer ein paar Quests, ein paar Dungeon- oder Raid-Bosse, die ich sowieso mache und habe es meistens nach wenigen Tagen abgeschlossen, ohne dass ich irgendwas speziell dafür mache. Solange ihr das Game halbwegs spielt, kriegt er das easy in einem Monat voll. Es ist jetzt gerade der zweite und ich habe es vollgekriegt mit Sachen, die ich sowieso gemacht habe. Genau. Diesen Monat konnte man ein bisschen mehr zusammensammeln und zwar 1400. Und jetzt gucken wir mal, wie viele von den Marken wir rauskriegen. Das ist nämlich die Währung, die wir brauchen. Und zwar, ich habe jetzt 1150. Jetzt öffne ich das schicke Ding hier. Und ihr seht, 1200 haben wir diesen Monat rausbekommen. Mehr als sonst. Und es gibt auch gleich ein schickes T-Mog-Set. Und ja, das können wir uns theoretisch angucken, beziehungsweise es müsste eigentlich das komplette Set hier drin sein, genau, da haben wir es, das ist von so ein, ja, Bluttroll-Set, sieht echt ganz cool aus und das gibt es quasi als, ja, Monatsbelohnung. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir einmal rein, was die Belohnungen sind, die wir uns erkaufen können für die Marken. Und zwar, seht ihr, wir können hier schon eine ganze Weile runterscrollen, wir gucken uns jetzt als erstes mal die Mounts an und dann können wir uns zu den Rest angucken. Oder wir gehen von oben runter. Also das erste, das habe ich mir eingefroren. Ne? Könnt ihr immer, wenn ihr nicht genug Punkte habt, hergehen und ein Item einfrieren. Das könnt ihr so lange einfrieren, wie ihr wollt, um dementsprechend das nicht zu verpassen. Dann haben wir hier Zorn des Feuerlords. Das ist so ein Morgenstern. Der sieht sehr cool aus. Ich meine, der war schon mal drin und da habe ich mir nicht gekauft, weil er sehr teuer ist. Er sieht cool aus, kostet aber einiges. So, jetzt kommen wir gleich zum neuen Mount und zwar Grollhuf Vorfahr, schimpft sich das. Das ist ein Recaller Mount aus Warlords of Draenor, hat man die ursprüngliche Variante bekommen und ja, die sieht ganz nett aus, ist halt hier eine schwarze Variante. Ich glaube, die andere war so ein bisschen bräunlicher und ja, ich würde sagen, die kaufen wir uns, kostet 650 Marken. Ich bin jetzt mal ein bisschen über 2000, also heißt, das können wir uns diese kaufen. Heißt, den tüten wir schon mal ein. Und dann haben wir noch zwei weitere Mounts, die es dieses Mal gibt. Und zwar einmal Alabaster Sturmkralle und Alabaster Donnerschwinge. Und diese beiden Mounts hatte man damals, ich glaube, durch ein Geburtstagsevent gekriegt, ne? Das hatte ich euch am Anfang schon gezeigt, das ist die Allianz-Version. Und da haben wir dann dementsprechend einfach die Horden-Version. Sind zwei ganz coole Mounts, muss ich sagen. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr die kaufen. Ich sehe jetzt leider nicht, wie viel die kosten, aber ich vermute mal auch so 650. Also den Monat könnte es ein bisschen teurer werden. Schlichtweg deswegen, weil man halt drei Mounts drin hat. Das eine ist neu, die anderen konnte man schon bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, für welchen Geburtstag. Ist, glaube ich, schon ein bisschen her tatsächlich. Dann das nächste, was wir haben, ist ein Pet, was sehr, sehr selten ist. Ich habe mir das mal geholt gehabt damals und zwar ist das hier der Kampfgeist und der Kampfgeist, den hat man irgendwann in Burning Crusade, meine ich, bekommen. Da war ein Olympia-Event, ich weiß nicht mehr in welchem Land es war, ich glaube, weil es hier so ein asiatischer Drachenschlange, Wolkenschlangenviech ist, war es wahrscheinlich irgendwo in China, schätze ich mal. Auf jeden Fall gab es dann den Wappenrock des Wettkämpfers und für einen anderen Achievement, wenn man irgendwas im BG gemacht hat, gab es auf jeden Fall diesen Kampfgeist. Heißt, das ist ein Pet, das man schon über, ja, schon Jahrzehnt wahrscheinlich, Burning Crusade ist eine Weile her, nicht mehr bekommen kann. Jetzt kann man es sich kaufen für 650 Marken. Ich habe es zum Glück schon, deswegen kann ich mir jetzt ein paar Marken sparen, aber theoretisch könnte man von denen auch drei Stück haben, also ich, ne, wenn ich jetzt zu viele Marken hätte, könnte ich da auch ein bisschen zuschlagen. Dann haben wir ein ganz cooles Item, was wir noch kriegen können, und zwar Astraler Transmogrifizierer, das ist noch rausbringen. Da können wir anscheinend einen Transmogrifizierungs-NPC hinstellen für 10 Minuten, bei dem man Tee mocken kann. Nette Angelegenheit. Also ein cooles Toy, das tatsächlich einen Use Case hat. Also finde ich gut. Und dann gibt es noch jede Menge Tee-Mog. Da gehen wir jetzt ein bisschen schneller durch. Also es gibt hier ein relativ cool aussehendes Schild.
Dann gibt es einen Dolch, der sieht tatsächlich ziemlich nice aus. Und zwar passt der wahrscheinlich relativ gut zu diesem Blutelf-Set. Nicht Blutelf-Set, sondern Bluttroll-Set, so rum, genau. Dann gibt es noch ein Schwert. Das sieht auch von den Texturen sehr nice aus. Passt, denke ich mal, auch gut zu dem Schild hier oben dazu. Dann haben wir dasselbe Schwert nochmal in Türkis. Dann gibt es einmal zwei Köpfe, und zwar Krone des ewigen Winters und die Kapuze der gierigen Dunkelheit. Und die sehen recht nice aus. Die gab es ursprünglich mal im Shop zum Kaufen. Und Blizzard hat sich dann irgendwann mal entschieden, die als Drops zu bringen. Da habe ich die tatsächlich her. Und jetzt sind sie im Handelsposten. Finde eine gute Sache. Die Leute, die sowohl im Shop das nicht kaufen wollten, als auch die Drops verpasst haben, haben jetzt quasi hier die dritte Chance. Dann haben wir einmal ein Schild, das wir von oben ja schon kennen. Bloß auch jetzt in einer anderen Farbe. Hier ebenfalls Türkis. Dann haben wir eine Axt. Naja, gut, die ist ein bisschen in Blau gehalten. Jetzt hält er die blöderweise oder sie blöderweise so, dass wir es nicht vernünftig sehen. Aber hier haben wir nochmal das Gleiche. In Rot. Naja, die finde ich jetzt nicht so nice, ehrlich gesagt. Dann haben wir den Bogen. Der sieht ganz cool aus. Ihr seht, da haben wir noch einen Haufen mehr. Dann haben wir nochmal einen Dolch. Dann haben wir einen Rücken. Das gleiche kennen wir schon in einer anderen Farbvariante. Ich glaube, das gab es auch mal relativ am Anfang vom Handelsposten. Gab es sowohl den ohne Kapuze als auch den Rücken mit Kapuze, aber in einer, glaube ich, in Schwarz, meine ich, oder irgendwas Dunkleres war das. Selbiges auch, diese Handstulken gab es auch schon in anderen Farben. Hier haben wir nochmal den Rücken in beiden Variationen in Blau, diese Stulpen in Rot und dann gibt es noch ein Hordenschild bzw. ein Allianzschild. Genau, das sind alle Sachen, die soweit drin sind. Und ja, ich bin jetzt überlegen, was ich mir noch hole. Ich werde mir wahrscheinlich das Toy holen. Das gucken wir uns dann aber in einem Toy-Guide, hätte ich gesagt, an. Und sonst würde ich tatsächlich sogar noch ein paar T-Mox-Sachen kaufen. Jetzt rechne ich mir das so ein bisschen durch. Und zwar, man könnte jetzt T-Mox-Sachen kaufen, die gut aussehen. Oder wenn man so wie ein Collector wie ich ist, der quasi allein auf die Anzahl guckt, dann muss man schauen, was ist effizient. Ich habe mir hier was eingespeit. Das ist so ein Assemble. Wie viele Teile sind da drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also dann würde ich, wenn ich diesen Assemble kaufe, insgesamt 8 T-Mox für 750 kriegen, also keine 100 für jedes. Oder ich kaufe mir jetzt hier ein paar, die ganzen günstigen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann würde ich sogar 8 noch günstiger kriegen, ne, weil die nur 50 kosten. Ich glaube, ich kaufe mir diese ganzen günstigen Teile, ich sag's euch. Komm, kaufen wir uns das hier. Weil 1000 Punkte will ich immer etwa überhaben noch, ne? Also 1000 Punkte will ich quasi sparen für Mounts, Pets, Toys, wenn ich mal mehrere Sachen in einer Woche, in einem Monat brauche. Aber man kriegt ja ein bisschen über 1000 dazu. Wenn ich 1000 spare, habe ich 2k, dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite, dass ich mir 2 oder 3 große Sachen kaufen kann. Deswegen haben wir jetzt hier ein bisschen was für T-Mox raus, dass wir die schon mal haben. Und ja, ob ich die jemals transmoggen werde, wahrscheinlich nicht. Wobei ich muss sagen, das Schild, also nicht das Hordenschild, sondern das Allianzschild, sieht tatsächlich ganz cool aus. Ne? Also da könnte man sich überlegen, vielleicht mit einem Krieger was zu bauen. Jetzt haben wir sogar eine Punktlandung, genau noch 1000 von den Marken über. Und ja, dann gucke ich mal. Ach Mist, ich wollte mir ja das Toy noch kaufen, dann habe ich nur noch 500. Ah, egal. Mit 500 müsste ich, glaube ich, auch hinkommen. Außer nächsten Monat kommen dann wieder extrem viel, aber das werden wir dann sehen. Ich denke mal, das müsste passen. Gut, dann sind wir jetzt soweit durch mit dem kleinen Video. Ich würde sagen, ach so, das Mount wollte ich noch zeigen, ne? Sonst macht es ja wenig Sinn. Dann gucken wir uns das noch einmal an. Und zwar, das haben wir hier. Da sitze ich noch einmal auf. Die Alabaster-Dinger hatte ich ja am Anfang schon gesehen. Das ist erstaunlich groß, muss ich sagen. Das hätte ich mir jetzt gar nicht so groß vorgestellt. Und den obligatorischen Stunt machen wir natürlich noch einmal, das Mount-Special. Okay, das ist bei diesen Grodhoof-Viechern relativ ähnlich. Sehr unspektakulär, reißt halt das Maul ein bisschen auf. Aber es ist echt erstaunlich groß. Also das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich bin jetzt hier auf einer Elfin. Hier komme ich zum Beispiel gar nicht rein. Es hat ja Ausmaße wie vom Karawanen-Brutosaurus. Wo habe ich ihn? Da haben wir ihn. Ja, das Grollhuf ist Schulterhöhe, ist sogar höher, würde ich sagen. Gut, der Kopf geht halt ein bisschen weiter raus. Naja, gut. Aber auf jeden Fall gibt es diesen Monat relativ viel Stuff zum Kaufen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr euch das Mount gekauft, beziehungsweise was habt ihr euch geholt, würde mich interessieren. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.